geht mir hier um diesen HSV. Ja. Hamburger Sportverein. Ja. Historie ohne Ende. Beste Mannschaft der Welt. Und jetzt kriegst du sie hier rum. 1960 war ich in Frankfurt. Deutsche Meisterschaft. Ja. Dettige Seele haut er die Dinger rein. Da vorne noch Spiele. Davon. Das war der Hamburger SV. Wenn der kam nach dem Schwarzwald, dann haben sie Stramm gesammelt in Freiburg. So ist es. Lass mir was gefallen, oder was? Ja, jetzt muss ich aber den alten Kerl. Weil früher haben wir hingelangt. Das glaubst du gar nicht. Für die Polizei rumgehauen. Ja. Aber fair. Nicht mit Steini. Da kommt das hier vorher. Dann geht er nicht. Rudi, Rudi, den musst du raustragen, dann geht er nicht weg. Ja, das ist das, was bei Leipzig passiert. Das geht mir total im Strich, das muss ich schon sagen. Also, zahlt man immer nur Geld. Ja. Die Leute, wenn ich die Spieler sehe hier, haben die Tore gemacht, dann zahlen die gucken nicht auf die Raute, sondern auf die Portemonnaie. Und das muss weitergehen, die Schuhe. Die Geldschuhe muss weitergehen. Okay. Hier gehen Spieler weg, hier geht die Aschow weg, hier geht die Van der Vogt weg, hier gehen sie alle weg. Aber Peter ist hier, solange wie der Sarg auf ist. So, Seeler oder Rubisch? Seeler. Freiburg oder Stuttgart? Freiburg natürlich, klar. So muss das. Red Bull oder Holsten? Oh, Entschuldigung, die Frage ist für mich überflüssig wie ein Kropf. Tut mir leid, Holsten natürlich. Ich habe meine Holsten 50 Jahre gearbeitet. Achso, ja, dann. Und dann fahre ich weg mit der Bier. Holsten knallt am dollsten. Kochen oder bekocht werden? Bekocht werden. Ich kann auch nicht kochen, Entschuldigung. Weserstadion oder Millerntor? Beide scheiße. Beide scheiße. Nee, muss ich nicht haben. Fahrrad oder dicke Karre? Dicke Karre. Aber du bist doch immer mit dem Helm unterwegs. Ja gut, aber ich habe ja nur noch ein Auto zu Hause. Ne? Also, so ein ganz kleines habe ich nicht zu Hause. Strand oder Berge? Strand. Cialanolo oder Max Kruse? Kann ich von den beiden. Und Nutella mit oder ohne Butter? Ich esse beides nicht. Klare Antworten hier. So wollen wir das haben. Jetzt noch stimmt oder stimmt nicht. Der HSV wird in den nächsten 10 Jahren einmal deutscher Meister. Stimmt nicht. Streich wäre einer für den HSV. Stimmt nicht. Herr Watzke hatte bei seiner Monaco-Entscheidung kein Geld im Blick. Stimmt nicht. Luis Holpi ist mein Lieblingsspieler. Na gut, ich muss ihn ertragen. Ingolstadt gefällt mir. Stimmt nicht. Wollte ich gerade sagen. Wenn Werder Meister wird, dann siedle ich am Südpol an. Nein, Hamburg ist so schön. Rudi Völler ist ein super Typ. Als Fußballer ja, als Mensch nicht. Fußball ist gerecht. Stimmt nicht. Und Peter Dietz ist eine HSV-Legende. Sagt man. Aber alleine Eigenlob stinkt. Und für alle Schwarzwälder geht's nächstes Jahr nach Spanien. Ja, ich hoffe, dass ich sie da alle treffe. Ich fahre ja auch wieder in Urlaub dahin. Kann sich Christian schon einrichten, der ist reich. 42 Grad in Schatten, das ist herrlich. Schön Calperinia. Ja, wunderbar, schön paar Getränke, paar kalte. Ne? Also, ich glaube, auch mit Christian reich kann man gut feiern. Kann man gut. Würdest du gerne mal mit auf den Kiez nehmen, Christian? Nee, da möchte ich mich gerne mal mit unterhalten. Nicht auf den Kiez, nee. Da sind wir, da fällt er, da kriege ich ihn gar nicht wieder weg. Und Peter Dietz sagt in Interviews immer die Wahrheit. Nein. Stimmt auch nicht. Stimmt nicht. Okay. Ich lüge für den HSV. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Peter. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen Hau rein. Ich will dir eins sagen, meine Frau hat gestern mir so eine Dose aus Versehen mitgebracht. Weißt du, was ich gemacht habe? Wo ist die gelandet? Ich habe mich übergeben. Ne? Ich habe mich glatt übergeben. Ich habe das gar nicht getrunken. Ich habe nur das gesehen. Ich sag, was ist mit dir los, Peter? Da sagt sie, ach. Ich hab mich vergriffen. Ich sag, pass mal auf. Da kannst du mich auf tief treffen. Okay. Und so, du kannst du dir vorstellen, wie ich dazu stehe.